20.15 Uhr, das erste, Tatort, Taxi nach Leipzig. Die Hauptkommissare Charlotte Lindholm, Maria Furtwängler und Klaus Borowski, Axel Mielberg, haben aus unterschiedlichen Gründen ein Polizeiseminar verlassen. Genau wie der alternde Polizist Affelt. Unfreiwillig landen die drei gemeinsam im Taxi eines wütenden und hochaggressiven Mannes, der gerade erfahren hat, dass die Liebe seines Lebens am folgenden Tag seinen Todfeind heiraten wird. Affelt provoziert den Mann dennoch und ist kurze Zeit später tot. Borowski und Lindholm sitzen gefesselt auf der Rückbank. 20.15 Uhr, ZDFNEO, Marie Brandt und das mörderische Vergessen. In der Kölner Uniklinik wird der Neuropathologe Dr. Jens Bergengrün von seiner Sekretärin Nicola May, Esther Zimmering, tot aufgefunden. Zunächst weisen keine Anzeichen auf einen gewaltsamen Tod hin. Doch Kommissarin Marie Brandt, Marile Milovic, findet schnell heraus, dass Bergengrüns Kaffee vergiftet war. Hat May sich an ihrem hitzköpfigen Chef gerecht, weil der sie nach einem schwerwiegenden Fehler in einen Wutanfall geschlagen hatte. 21.45 Uhr, ZDFNEO, Taunus-Krimi, eine unbeliebte Frau. Während eines Kita-Ausfluges im Wald verschwindet die kleine Marie spurlos. Die Kommissare Oliver von Bodenstein, Tim Bergmann und Bea Kirchhoff, Felicitas Roll, durchkämmen das Gelände. Doch sie finden das Kind nicht. Stattdessen stoßen sie auf die Leiche eines Selbstmörders. Oberstaatsanwalt Hardenbach hat sich im Wald mit dem Jagdgewehr erschossen. Gibt es einen Zusammenhang? 21.45 Uhr, das erste, Mord auf Shetland, die Nacht der Raben. Ein grausiger Fund erschüttert den Küstenort Ravenswick. Am Strand findet Jess Collins, Frances Gray, die Leiche der jungen Katharine, der Babysitterin ihrer Tochter. Das Opfer lebte im selben Haus wie ein anderes Mädchen, das seit 19 Jahren spurlos verschwunden ist. Weil er in den damaligen Fall verwickelt war, gilt der kauzige Einsiedler Magnus Bein, Brian Kopf, im Dorf als Täter.